Das Grenadillholz für die Klarinetten stammt aus Tansania und Mosambik. Der Klarinettenbauer Gerold Angerer sucht sich aus den fertig geformten und gebohrten Rohrteilen die passenden aus. Beim Bohren der Tonlöcher ist höchste Präzision verlangt, damit jeder Ton später genau stimmt. Eine Metallschablone hilft Herrn Angerer beim Bohren der etwa 30 Tonlöcher und der zusätzlichen kleinen Löcher zum Befestigen der Mechanik. In die vorgebohrten kleinen Löcher baut Herr Angerer nun die sogenannten Säulchen ein. Sie halten dann die Mechanik. Die einzelnen Teile der Klarinette müssen gut zusammenpassen und luftdicht miteinander verbunden sein. Darum werden die Zapfen zum Zusammenstecken mit Kork belegt und genau angepasst. Eine besonders ruhige Hand verlangt das Zusammenlöten der Mechanikteile, die aus einer Silberlegierung bestehen. Ein Flussmittel sorgt dafür, dass die Metallteile dieser Ringklappenmechanik vollständig und unlösbar verschmelzen. In die polierten Klappen muss Herr Angerer nun die Lederpolster einbauen, die später die Löcher luftdicht verschließen sollen. Wenn alle Klappen montiert sind, muss mit einem Papierstreifen nochmals genau kontrolliert werden, ob die Abstände stimmen. Halten die Klappen auch wirklich dicht? Der große Moment ist gekommen. Mehr als eine Woche hat Herr Angerer benötigt, um dieses Instrument herzustellen. Nun ist es endlich fertig. Herr Beck ist Orchestermusiker und kommt, um seine neue Klarinette abzuholen, ob sie wohl auch seinen Vorstellungen entspricht. Das ist mir jetzt gerade spontan aufgefallen. Ja. Möchtest du ein bisschen leichter oder ein bisschen härter? Ein bisschen härter. Ja, kein Problem. Auf kleine Änderungswünsche kann Herr Angerer gleich eingehen. Eine Klappe bewegt sich zu leicht und soll angepasst werden.
Okay, Thomas. Probier's noch mal, ob sie jetzt stark genug ist. Mhm. Schließlich ist der Kunde zufrieden und auch der Klarinettenbauer freut sich, wenn die Musiker seine Instrumente schätzen.